Der Platz der Märtyrer, mitten in Beirut. Eine Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser in Gaza. Eine Veranstaltung für die Hamas, von der Hamas, dem islamischen Dschihad und libanesischen Islamisten. Raketen, Kameras, Fahnen, die Hamas zieht alle Register. Heute wird der Krieg vor allem über die Medien geführt. Hoch mit der Fahne. Yusuf, komm her, ich rück dein Stirnband zurecht. Khaled Fahed ist ein Aktivist der Hamas. Das Medienbüro der Bewegung hat ihn zu unserem Ansprechpartner ernannt. Er kam mit seiner Frau, seinen beiden Kindern und mit unverrückbaren Argumenten. Ich hoffe, dass Gott mir die Ehre zukommen lässt, als Märtyrer für Palästina zu sterben. Und wenn nicht ich, dann meine Kinder. Unsere Kinder und Frauen sind nicht mehr wert als die Kinder und Frauen in Gaza. Der einzige Trost ist, dass unsere Märtyrer in den Himmel kommen, während die Toten des Feindes zur Hölle fahren. Alle hier bejubeln den Terrorangriff auf Israel, allen voran Ghazi Hamad, einer der Hamas-Führer in Gaza. Von Sicherheitskräften begleitet ist er in den Libanon gekommen, dem Land mit den meisten palästinensischen Flüchtlingen weltweit. Er will seine Anhänger anspornen mit der Parole der Hamas, Israel habe kein Existenzrecht. Heute ist die Niederlage Israels viel näher, als wir es uns jemals vorstellen konnten. Und ich schwöre euch, wir ziehen sie zur Rechenschaft. Für jedes Kind, für jede Frau, die sie getötet haben, für jeden zertrümmerten Stein werden sie bezahlen. Die internationale Gemeinschaft, die zionistische Besatzung, die ganze Welt hat dem palästinensischen Volk keine andere Wahl gelassen als den bewaffneten Widerstand. Nur so bekommen wir zurück, was uns rechtmäßig zusteht. Durch militärischen Widerstand mit Raketen und selbstmordbereiten Fedayeen bis hin zu zivilem Widerstand und Demonstrationen. Aktivisten der Fatah, dem bewaffneten Arm der palästinensischen Autonomiebehörde, sucht man hier vergeblich. Zu groß sind die politischen Differenzen der beiden Parteien. Um zu verstehen, was die verfeindeten Brüder trennt, treffen wir einige Fatah-Mitglieder im Flüchtlingslager Burj El Barajneh im Süden von Beirut. Hier wird das Andenken an den legendären Palästinenserführer Yasser Arafat sorgfältig gepflegt, auch wenn sich Mahmoud Abbas als würdiger Nachfolger erwiesen hat. Doch wie der Anführer auch heißt, der Feind bleibt für die 18.000 Lagerbewohner derselbe. Seit 1948 leben sie als Bürger zweiter Klasse ohne Rechte und ohne Pass in dieser Enklave des Elends. In seinem Schreibwarenladen packt Osama Khalil eine Lieferung Palästinensertücher aus. Sie verkaufen sich bestimmt gut. Der gelernte Grafiker lässt auch T-Shirts mit pro-palästinensischen Motiven bedrucken und zeigt uns sein Lager. Nur keine Angst vor den Leitungen, da fließt kein Strom durch. Die Drähte sind nutzlos. Osama Khalil gehört zur dritten Flüchtlingsgeneration. Er ist im Lager geboren und aufgewachsen. Hallo zusammen. Wo kann ich so eine Kufia kaufen? Mit gezwirbelten Fransen. Ich hatte welche im Laden, aber sie sind ausverkauft. Das Leben im Lager ist hart. Es ist überfüllt. Viele sind arbeitslos. Denn 75 Berufe dürfen die Palästinenser im Libanon nicht ausüben. Wir haben keinen Strom. Das Wasser aus dem Hahn ist salzig. Es ist nicht einfach. Es ist wirklich hässlich. In Anbetracht dessen ist es nur allzu verständlich, wenn sich eine große Wut auf den Feind entwickelt, der uns in diese Lage gebracht hat. Ich komme aus einem Dorf in Obergalilea. Es heißt Rabsie. Was habe ich hier verloren? Warum musste ich mein Land verlassen und in den Libanon fliehen? Das führt zu Wut und Rebellion. Osama und seine Freunde unterstützen die Fatah. Wie alle Palästinenser sind sie von der Grausamkeit der israelischen Bombenangriffe entsetzt. Sie zeigen uns Videos aus Gaza, die im Netz kursieren und palästinensische Kinder zeigen, enthauptet von israelischen Granaten. Sehen Sie, ein palästinensisches Kind aus Gaza im besetzten Palästina. Sie haben es zerstückelt.
Es sind unsere Kinder, die hier geköpft werden, nicht ihre. Diese Ungläubigen, diese Lügner. Im Lauf des Gesprächs reden sie auch über den Streit zwischen der islamistischen, militaristischen Hamas und der laizistischen, gemäßigteren Fatah. Wir müssen alle politischen Mittel nutzen, um durchzuhalten. Wenn die palästinensische Autonomiebehörde eine nationale Einheit hinter sich hätte, würden die Israelis es nie wagen, uns anzugreifen. Warum gibt es keine nationale Einheit? Es gibt überall eine Linke und eine Rechte, in jedem Land. Die Palästinenser sind sich nicht einig, aber ich hoffe sehr, dass sie es werden. Wenn eine Seite eine Demonstration veranstaltet, nimmt die andere nicht daran teil. Von wem genau hängen die Parteien ab? Von allen möglichen Ländern. Einige folgen der Türkei, andere den Emiraten, Saudi-Arabien, Syrien und wieder andere den europäischen Ländern. Und jeder verfolgt eine andere Politik. Ein Freund von Osama mischt sich ein. Er ist Hamas-Mitglied und möchte nicht gefilmt werden. Er hält die palästinensische Autonomiebehörde für schwach und korrupt. Wenn die Kämpfe aufhören, werden Mahmoud Abbas und seine Clique abhauen. Der Hundesohn. Das ist doch Blödsinn, was du da sagst. Die Hamas-Aktivisten werfen der Fatah, die das Westjordanland kontrolliert, vor, dass sie sich seit dem 7. Oktober nicht militärisch an ihrer Seite gegen Israel engagiert hat. Ein dritter Mann kommt dazu. Ihr beklagt euch, dass wir keine militärischen Maßnahmen ergreifen? Wir haben in 2 Wochen 95 Märtyrer verloren. Es geht nicht mehr um Probleme zwischen der Fatah und der Hamas, sondern um den Genozid am palästinensischen Volk. Genau das habe ich doch gesagt. Die Diskussion geht ewig so weiter. Keiner gibt nach. Und die Kluft zwischen den palästinensischen Bewegungen wird eher tiefer. Wir fahren nach Sidon, rund 50 Kilometer südlich von Beirut. Khaled empfängt uns in seinem Büro. Er versucht, eine Online-Konferenz mit Khalid Mashal in Katar zu organisieren. Das Gründungsmitglied der Hamas ist in Israels Visier. 1000 junge Aktivisten sollen teilnehmen, doch scheinbar ist es dem israelischen Geheimdienst gelungen, sich in das Netzwerk der Hamas-Mitglieder zu hacken. Ich dachte nicht, dass sie uns über Zoom ins Visier nehmen. Ich schicke dir einen neuen Link. Sie haben uns schon 2-mal den Zugang gesperrt. Jetzt versuchen sie es zum 3. Mal. Sie ändern ihre Administratornamen. So umgehen Khaled und seine Gesprächspartner den israelischen Cyberangriff. Bist du reingekommen? Hast du ihn als Host angegeben? Okay, legen wir los. Im Namen der Jugend unseres palästinensischen Volkes auf der ganzen Welt begrüßen wir unseren großen Meister und Kämpfer Khaled Mashal. Sie haben das Wort. Kaum haben die Israelis den ersten Schock verdaut, gehen sie zur nächsten Phase über, den Angriff auf Gaza. Sie wollen sich rächen. Sie wurden militärisch besiegt, nun wollen sie sich an den Zivilisten rächen. Auch die Frage nach dem Schicksal der palästinensischen Autonomiebehörde und der Fatah kommt auf. Khaled Mashal bleibt vage. Das ist nicht der Moment, um über die palästinensische Autonomiebehörde zu streiten. Nach der Schlacht wird unser Volk wissen, wem es vertrauen kann und wer am besten als sein Führer geeignet ist. Bis bald im befreiten Jerusalem, so Gott will. Friede sei mit euch. Was Khaled Mashal der palästinensischen Autonomiebehörde vorwirft, ist klar. Sie hat sich von Israel täuschen lassen und sich für eine friedliche Lösung entschieden. Wir haben uns für die militärische Lösung, für Widerstand und Kampf entschieden und Ergebnisse erzielt. Aber ein Teil unseres Volkes, die palästinensische Autonomiebehörde, plädiert seit 30 Jahren für eine friedliche Lösung. Sie hat Israel anerkannt, als Besatzungsmacht in großen Teilen unseres Gebietes akzeptiert und Zugeständnisse gemacht. Aber Israel hat dem palästinensischen Volk im Gegenzug überhaupt nichts gegeben. Seit dem Osloer Abkommen von 1993 warten wir auf die Gründung eines palästinensischen Staates, so wie es damals festgelegt wurde. Die militärische Lösung ist für Khaled keine Worthülse. Seit Beginn des Gaza-Krieges nimmt er an Guerilla-Aktionen teil, so auch am 18. Oktober, als hunderte Demonstranten versuchten, in die US-Botschaft in einem nördlichen Vorort von Beirut einzudringen.
Wir Palästinenser im Libanon und den umliegenden Ländern können dieses Massaker und die Gräueltaten des zionistischen Feindes in Palästina nicht stillschweigend hinnehmen. Mehr denn je scheint sich die Hamas als einzig wahre Stimme des palästinensischen Volkes zu verstehen. Wir kehren zurück ins Lager Burj El Barajni. Osama und seine Familie wollen zu einer Demonstration in Beirut. Gib mir die Fahne. Die Demonstration an der Uferpromenade wird von libanesischen Aktionsgruppen organisiert, die sich für Gaza einsetzen. Das palästinensische Volk wird seinen tagtäglichen Kampf fortsetzen. Für Osamas Familie ist es auch ein Ausflug aus dem Lager. Und für seine Kinder ein Erlebnis, das ihnen vermittelt, wir sind nicht allein. Jeder hier ist solidarisch mit meinem Land Palästina und mit Gaza. Sie alle wollen uns helfen. Aber es gibt viele Präsidenten, die uns nicht helfen wollen, weil sie kein Herz haben. Sie müssen lernen, was in Palästina passiert. Sie müssen wissen, dass es Kinder wie Sie gibt, die nicht zur Schule gehen können, die keine Geschenke kaufen können, die keinen Platz zum Schlafen haben. Dass es Kinder wie Sie gibt, die durch die israelischen Besatzer sterben. Wir erziehen unsere Kinder und lehren sie, Palästina zu lieben. Trotz der Differenzen zwischen den palästinensischen Bewegungen bleibt ihre gemeinsame Hoffnung, eines Tages nach Palästina zurückzukehren. Doch das Drama, das sich in Gaza abspielt, führt einer ganzen Generation vor Augen, dass dieser Traum in weite Ferne rückt.